Ey, was laberst du für Scheiße über mich? Komm. Ey, was laberst du für Scheiße über mich? Dem gebe ich jetzt, dem werde ich jetzt. Moment mal, hat der einen krassen Bizeps? Und, wow, fuck, die Füße. Warum hat der so große Füße? Er sieht ziemlich stark aus. Ich sollte übergehen. Ich kann nicht mehr, ich sollte vielleicht doch mehr Konditionstraining machen. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute mal wieder mit einem Straßenthema. Eigentlich ein ganz kurzes Thema. Die Geheimwaffe auf der Straße, die beste Verteidigung überhaupt, ihr habt es gerade gesehen, ist wegrennen. Ja? Wegrennen, wenn es natürlich geht, wenn es machbar ist, immer weg. Immer der Konfrontation aus dem Weg gehen. Wenn euch einer beleidigt, ignoriert es, geht vorbei. Wenn euch einer anstresst, rennt weg. Das zeigt keine Schwäche, das zeigt eher Stärke. Ihr geht der Konfrontation aus dem Weg und ja, wollt ihn nicht verletzen. Ihr riskiert nicht selber verletzt zu werden, vor allem wenn es mehrere Leute sind, vor allem wenn er ein Messer hat, eine Waffe hat oder sonstiges, geht dem Scheiß einfach aus dem Weg und dann ist alles gut. Manchmal geht es natürlich nicht, gerade wenn man mit dem Rücken zur Wand steht oder umkreist wird oder sonstiges. Da muss man sich natürlich verteidigen, dann aber so, dass es natürlich verhältnismäßig ist. Nicht unbedingt, wenn euch einer irgendwie nur am Arm packt, ihm gleich die Nase brechen. Und ja, das ist eigentlich meine Meinung dazu, dass man einfach Streitigkeiten immer aus dem Weg gehen sollte und einfach wie in dem Fall wegrennen, weil ich bin eh schneller als Markus, der hätte mich nicht bekommen. Hätten wir mal ein richtiges Wettrennen machen sollen. Nee, im Sprint ist er tatsächlich deutlich stärker als ich, wenn es dann über die längere Distanz geht. 4-5 Mal ums Gebäude bin ich dann wieder schneller. Aber unterschätzt die Bedeutung von dem Thema nicht, Leute. Ihr könnt wirklich massiv Konflikten aus dem Weg gehen, indem ihr einfach weglauft oder wegrennt. Die Kunst ist hier wirklich einfach den Stolz runterzuschlucken, weil viele haben so, ey, ich lass mir das doch nicht gefallen und hin und her. Ja, aber wenn dann nachher irgendwas kaputt geht oder ihr habt irgendwelche Anzeigen am Hals, dann ist eben auch nichts gewonnen. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr solide Lösung von einem Kampfsportler. Und ja, genau, also man merkt auch, eigentlich merkt man, wer die wahren Kampfsportler sind, weil die gehen wirklich meistens Streit aus dem Weg. Und viele fragen mich, Michi, wie oft hast du denn schon Stress gehabt? Hast du das schon mal auf der Straße angewandt? Habe ich tatsächlich erst, ich muss jetzt lügen, ich glaube 2 oder 3 Mal in meinem Leben angewandt. Also, und da war es wirklich Extremsituationen, wo ich Nothilfe geleistet habe, also anderen geholfen habe oder wirklich Notwehr, weil es nicht anders ging. Ja? Und das ist dann natürlich auch, also ich sage jetzt auch, bei Notwehr oder Nothilfe, wenn ihr anderen helfen wollt, ihr traut euch das auch wirklich zu, könnt ihr das machen. Aber letztendlich, es gibt auch immer noch die Polizei. Euer Freund und Helfer, wisst ihr, war ich mal, bin ich nicht mehr. Nee, warum? Nee, ihr wisst aber Bescheid, die Jungs machen schon eine gute Arbeit und die sind auch dann da für euch, wenn ihr sie mal braucht, hoffe ich zumindest. Oder wenn man sie nicht braucht. Oder wenn man sie nicht braucht, genau. Oder wenn man mal wieder zu schnell fährt. Spaß beiseite, Jungs und Mädels, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Geht eine Konfrontation aus dem Weg. Wir haben es jetzt 5-mal schon gesagt. Ich glaube, es reicht. Das war auch alles zu dem Thema von uns. Das war Markus und Michael Smolik. Wenn ihr so ein Flylike Smolik Shirt wollt, im Shop, ist unten verlinkt. Gibt auch bald demnächst mal irgendwann mal einen neuen Shop. Schaut euch da mal rein. Wir haben auch eine neue Homepage übrigens. Zieht es euch rein, unten verlinkt. Und bis dann.